Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Feed the Beast Infinity Evolved. Diesmal habe ich es richtig gesagt. Ja, das wird bekommen. Gut, sehr schön. Ja, wir sind zurück aus der Mining World. Wir haben beide einen Tod. Nee, oh, Dosh hat sogar zwei. Ich bin ja gar nicht gehässig, gell? Nee, überhaupt nicht. Nein, ich werden doch nie. Werden bei dir die Tode angezeigt? Ja. Bei mir nicht, bei mir sind nur 11. Nee, muss mal auf den Tab drücken. Ach so. Mhm. Da ist aber auch schon zwei Tode. Mhm. Also ja, weil ich einmal getestet habe. Natürlich. So, wir haben das Ganze jetzt noch ein bisschen umgebaut. Wir haben jetzt, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 3. Die ganzen Windräder. Windräder sage ich, Wasserräder. Und ich lasse mich jetzt hier erstmal runter. Ja, genau. So, werde jetzt 1 und 2. Jetzt muss ich nochmal hoch. Oh Gott. Oh mein Gott, Bewegung. Ja, furchtbar. Nein, ich mich dann nicht runter. So, zack, das weg. Und dann muss ich mich die wieder. Mach ich denn das ist am geschicktesten? Ja, warte mal, ich glaube mir hier mal einen Erdblock. Komm her. Ja. Du bist da. Ja, genau. So, den da weg. Dann hier noch das Wasserrad dran. Genau. Ansonsten komme ich da nämlich nicht dran. Ja toll, jetzt habe ich hier wieder eine Strömung. Egal. So, und dann nehmen wir hier vorne das weg. Oder auch nicht, weil die Schaufel kaputt ist. Ja, super. Kann man mal machen. Ja, kann man ja mal machen, kann man auch lassen. So, und dann sollte das dann auch irgendwann mal richtig anlaufen. Dann auf der anderen... Ah, jetzt guck. Auf der anderen Seite läuft das schon richtig gut. Wird jetzt natürlich hier mit der Erde noch ein bisschen ausgebessert und die Energie muss dann natürlich noch abgeführt werden. Und zwar sind hier dann die Konnektoren. Die Kinetik. Ah, warte mal. Ich hab doch. Immersive. Da. Integration. Was ist denn das? Okay. Die Kinetik Dynamos. Die sind einmal auf der Seite und einmal. Auch auf der Seite, glaube ich, ne? Ja, doch, sollten. So. Dann können wir dann natürlich dann auch mal gucken. Klaus? Und dann hier die Energie abführen. Ja, was denn? Kurze Frage. Wie groß wird der Altar? Welcher Altar? Altar? Blood Magic? Der wird sehr groß. Ja, der wird sehr groß. Ich glaube... Boah. Ich glaube, mittlerweile Tier 6 gibt's. Der dürfte... Was dürfte der haben? Irgendwie so 30x30? Der wird schon sehr groß. Der wird schon sehr groß. Ja, weil Dosh möchte mit Blood Magic anfangen. Ja, und der League of Street mit FromQuest. Genau, und da machen wir jetzt auch gleich weiter. Wo baust du den? Unterirdisch wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Okay. Ich bin jetzt gerade schon was am Ausheben. Ja, ich hör's. Was, das hörst du? Ja, ich hab's gehört, weil ich genau über dir war, glaube ich. Okay. So. So, wir haben ein Taumonomikon gefunden. So, das schnappen wir uns jetzt mal. Wer nicht weiß, wie das funktioniert. Warte mal, Rezept. Nee. Rezept. Okay, gut. Wir bauen uns erstmal einen Zauberstab. Und dazu nehmen wir einen Stick. Und ein Eisen. Ich glaube, wir brauchen mehr. Egal. So, zack. Eine Cap, Iron Cap. Ja, brauchen wir noch mehr, genau. So, und noch eine Iron Cap. Das ist schon mal der erste Zauberstab, den ihr dann benötigt. So, und das wird dann einfach so gecraftet. Ein Stick hier rein, Iron Cap unten oben und schon habt ihr den ersten Zauberstab. Und seid Harry Potter. Ja, genau. Nein, Twitch will ich nicht. Hier, mit Google Eyes, ne? Ja, gut, um das Taumonomikon herzustellen, brauchen wir, glaube ich, ein Buch. Nee, das war ein Bücherregal. Bücherregal, okay. Dann machen wir ein Bücherregal. Zack und zack. Kriegt er doch nämlich auch eins. So. Das dann einfach hinstellen und mit dem Zauberstab drauf und dann habt ihr ein Taumonomikon. So, und das bringe ich gleich mal noch in Dosh vorbei.
Packst sie einfach irgendwo in eine Kiste. Jojo. Ja. Oh, ich bin hier. Achso, ja, wegen Sora-Timers. Der hat im Moment noch ein bisschen Internetprobleme. Deswegen wird sich sein Ankommen etwas verzögern. Nur mal so nebenbei. So. Du? Ja, spreche ich aus. Ja, so, ich leg mich jetzt erstmal hin. Dunkel draußen. So, was machen wir uns dann als nächstes? Ich würde sagen, einen Tisch. Und da können wir jetzt mal ins Taumonomicon reingucken. Und zwar erste Seite. Research. Taumometer brauchen wir auch noch. Ein Research Table. Und da können wir dann mal gucken. Ja, also Taumometer ist ganz einfach. Zwei Shards, egal welche. Zwei Gold, ein Glas. Und draußen brennt die Nachbarschaft. Auch nicht schlecht. Aua, Hilfe! Mhm. Glas hatte ich, glaube ich, hier. Ja, genau. Machen wir mal so. Und dann noch zwei Shards. Von welchen haben wir die meisten? Von. Ja, komm, nehmen wir mal da eins und da eins. Also ist es wirklich egal, welche Shards ihr da nehmt. So, zack, zack, zack und zack. Haben wir ein Taumometer. Sehr schön. Wenn wir dann hier durchgucken, können wir da mal gucken. Mit Rechtsklick. Ja, nothing can learn from this. Und dann hier mal so ein bisschen durch die Gegend laufen. To understand this, you need to study the source of life. Okay, da wahrscheinlich auch. Oh, source of life? Ich komm, bin unterwegs. Klar. Kannst du eigentlich mich auskennen? Down. Später irgendwann. Oh, okay, schade. Torch, ja. Also Stone kann ich schon, eine Torch kann ich schon. Und ich glaube Grasblock noch nicht, ne? Nee. Gut, naja. Also es ist ein bisschen tricky, man braucht da sehr viel, was man researchen muss. Zum Beispiel auch hier Items. Einmal Kohle rausgeworfen. So, und schon habe ich hier die Kohle. Sehr gut. Kann ich schon? Ne, kann ich ja nicht. Warte mal, Shift. Ne. Da. Ja, auch noch nicht, okay. Gibt's auch eine Reihenfolge, wie man das dann machen kann oder machen sollte. Gibt's im Internet nachzulesen. Die Links werde ich hoffentlich, wenn ich dran denke, unten in der Videobeschreibung reinpacken. So, aber wir wollten uns jetzt noch einen Tisch bauen. So. Aspects of Magic. Ganz kurz. Wenn ihr ins Taumonomicon guckt, hier Basic Information, ihr seht ihr hier so ein Licht, was aufblinkt. Und wenn ihr dann hier in der Mitte reinguckt, dann seht ihr hier bei Aspect of Magic ist das gleiche. Und dann sehen wir hier, wir haben die primären Aspekte. Das ist einmal Luft, Wasser, Feuer und Ordo. Frage mich jetzt nicht, was Ordo ist. Ich glaube Erde oder so. Nee. Ordo ist, ist glaube ich, dann übersetzt in Ordnung. Ah, okay. Und wir haben jetzt mittlerweile auch das Perditio, das sind die mit Erde, also Terra, genau, das war Erde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Primäraspekte. Und ihr seht hier zum Beispiel Potentia, wird hergestellt aus Ordo und Ignis. Und ihr seht auch hier, wenn ihr zum Beispiel mit der Maus drüber geht, was das beinhaltet. Also hier zum Beispiel die Fackel, die hat 1, deswegen steht da keine Zahl und die Kohle, die hat 2. Und hier bei Terra, seht ihr auch, 2 Terra sind in einem Stein enthalten. So, aber wir machen jetzt weiter mit dem Research. Brauchen wir noch ein Research Table. Ah, dazu brauchen wir aber auch noch hier Vibing Tool. Können wir dann herstellen, wie man möchte. Einmal Glasflasche, Feder und Inksack. Und das kann man dann natürlich auch wieder auffüllen. So, dann brauchen wir, ja, das ist Combining, okay, gut, dann muss ich mal gucken, wie man den Research Table macht. Sag mal, wo war denn der? Ich glaube, war hier irgendwo, den dann noch nicht. Die verschiedenen, lassen wir Zauberstäbe, so Alchemie, ja, ein Crucible brauchen wir natürlich auch noch, da. So, einen Tisch, warte mal, einen Tisch. Rufen wir jetzt einfach mal den Mod auf, weil ich weiß gar nicht mehr, wie man den Tisch macht. Den Research Table? Ja. Das waren noch einfach zwei Tische nebeneinander und dann die Scribing Tools. Ja, genau, genau. Stimmt.
Ja, ich dachte, den Tisch muss man auch nochmal irgendwie verzaubern oder so. So, warte mal, da brauchen wir das hier. Das. Machen wir gleich mal zwei. Eins, zwei. Ganz so. Kurz, der Minenzugang, ne? Der wird jetzt erstmal abgeschottet. Okay. Kein Problem. So, ah, hier haben wir schon einmal Nitor, was mir der liebe Dosch vorbeigebracht hat. Jo. So, warte mal, ich brauche einen Inksack. Ich habe keine Federn. Wow. Ich habe gar keine Federn. Okay. Ja, mein Schopf. Muss ich mir erstmal einen Huhn suchen. Wo haben wir denn einen Huhn? Warte mal, schon mal nach, ob ich Federn habe. Du hast schon einen Elevator? Nein. Klar, ich hab's doch gesehen. Ich hab 20 gehört. Federn. Ah, cool. Kommst du vorbei, ne? Jo. Ja, das geht hier nicht, okay. Wenn ich mich unterwegs reparieren, dann brauche ich einen Tisch. Ah, wo hast du die? Moment. Ich werde mir mal nicht sehen, okay. Den. Pass auf, gut, dankeschön. Den brauche ich zwar nicht, aber super. So, dann geht's hier weiter. Dann machen wir uns noch eine Glasflasche. Wie man die Filiale letztes herstellt. Warte mal, kann ich immer auch mal gucken. Filiale. Hier, Glasfiale. Ah, siehste, mit Clay. Ja gut, das können wir eigentlich auch machen. Nehmen wir so eine. Weil diese Filialen, die werde ich später auch noch brauchen. So, ein Clay und 1, 2, 3 von Glas. Ein Clay dahin. Das. Hält mir hier schon mal eine Glasfiliale. So. Das da, dann haben wir hier ein Scribing Tool. So, wo baue ich denn das Zeug jetzt erstmal hin? Ich weiß es noch gar nicht. Ja, das ist bei mir auch so ein Problem. Ich muss echt groß ausbauen unten. So. Zwei Tische nebeneinander. Scribing Tool drauf und dann hier. Super. Ihr habt hier das Scribing Tool drin. Hier müssen noch Blätter rein. Und hier seht ihr auch die Aspekte. Leider sieht man hier nicht, was. Welche Items die Aspekte beinhalten. So, warte mal, ich brauche noch hier das da, Papier. So, und dann das da rein. Geht nicht. Warum nicht? Warum kriege ich das Papier jetzt da nicht rein? Kurze Frage an die Zuschauer. Weiß vielleicht jemand, wie man so einen King Slime Hammer repariert? Weil bei mir steht Repair Material Blue Slime. Ich habe schon versucht, aber es klappt nicht. Ich auch schon mit diesem Slime-Block probieren, klappt auch nicht. Also das ich glaube, irgendjemand hatte mal gesagt, dass es in den Konfigurationen einstellbar ist, ob man das reparieren kann oder nicht. Ja, okay. So, nehme ich noch das noch mit und das da. So, okay, gut, machen wir das so. Ja, warum ich da jetzt kein Papier reinkriege, ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft. Naja, okay, gut, muss ich noch mal gucken. So, Greatwood, können wir Greatwood schauen? Nee, können wir noch nicht. Das wahrscheinlich auch noch nicht. Planks? Wo habe ich einen Planks? Da habe ich Planks. Der geht auch noch nicht. To understand this, you need to study plants. Ah, okay. Gut. Lassen wir das erstmal. Machen wir uns auch einen Crucible. Dann können wir schon mal hier gut anfangen. Oh, ich habe bloß noch drei Eisen. So. Und das war's, der Hammer ist kaputt. Ja? Und der Hammer ist kaputt. Na sowas. Brauchst du gerade deinen oder kann ich mit den ausbauen? Den kannst du dir ausborgen, warte, ich komm vorbei. Ja, warte, ich komm dann schon. Ja, gut. Hammer. Hier. Danke. Bitte. Kriegst natürlich noch nachher repariert zurück. Ja, ist kein Ding. So. Dann hier erstmal das Eisen rein und dann mal durchschmelzen lassen. Währenddessen könnte ich ja mal hier mal gucken, ob ich da noch irgendwie was. Forschen kann, Wasser zum Beispiel. Ja, Wasser geht. Gasblock. Immer noch nicht. Die Torch. Was siehst du? Ah, die Tinkers Torch und die normale Torch, die haben andere Dinge. Andere Aspekte. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Die eine wird ja auch aus Stein gemacht. Ja, genau. So, Veins. Auch noch nicht. Okay. Können wir mal gucken. Torch habe ich ja schon. Zoom. Süßes Zertus Quarz. Die geht wahrscheinlich gar nicht. Ach, oh, guck mal hier. Shocking. Cool. Ich bin halt schockierend schön. Dance machen. Ich glaube, den Spruch hast du gerade gekonnt ignoriert, oder?
Welchen? Alles klar. Er hatte gerade einfach nur gesagt, als ich hier Schock im Programm habe. Ich bin halt auch schockierend schön. Aha. Du meinst? Lass mir halt meine Einbildung. Warte mal, Sand kann ich glaube ich schon. Ja genau, Sand geht auch. Und hier. Hems glaube ich geht gar nicht. So, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben Wasser, wir haben Asburg immer noch nicht. Sand haben wir, Wasser haben wir. Hey, dürfte vielleicht noch gehen. Fahren nochmal nach Hause. Wird eh wieder dunkel. Ja, und hier habe ich immer noch ein paar Greatwood-Bäume gepflanzt. Vielleicht kann ich das Biom ja auch ein bisschen. Mag ich verseuchen? Ja, genau. Ja, was heißt verseuchen nicht? Verseuchung möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Okay, sehr schön. Ja. Ich werde auch gucken, dass wenn ich irgendwie was mache. Ach, guck mal hier. Cool. Ist die eigentlich bei Blood Magic auch schon eine Gefahr mit dem Paint oder sowas? Nö. Cool. Da gibt's glaube ich gar nichts. Alles klar. Da rein. So. Einen Tank möchte ich noch gerne bauen. Naja, okay, gut. Schauen wir nochmal weiter hier, Taumon Nomicon. Wir haben jetzt hier neue Aspekte dazu bekommen. Da zum Beispiel Sand dabei, da ist Sand dabei. Ja, Lux, das ist ein neues, wird hergestellt aus Aeon und Ignis. Können wir dann auch mal gerade mal gucken. Am Research Table. Und zwar, wenn wir Lux herstellen wollen. Was haben wir eben gesehen? Lux ist Aeon und Ignis. Dann nimmt man sich hier ein Aeon, ein Ignis, geht dann hier drauf und schon habt ihr einen Lux mehr. So könnt ihr dann Aspekte oder sowas zusammenbauen. Und wenn eure primären Aspekte leer sind, da gibt es auch nochmal so ein schönes Ding. Ich glaube, das habe ich aber noch nicht erforscht. Und zwar hier den Research Table. Click to get a research note for this research. Ah, guck mal hier. Ach, das muss ich da reinlegen. Ja, genau. Mhm. Gut. Also wir haben jetzt hier... Hast du andersrum gemacht, oder? Ja, ich habe versucht, Papier reinzulegen. Ah. Ich habe jetzt hier eine Research Note. Und müsste jetzt hier gucken, ja hier sind noch zwei Fragezeichen, das heißt die Aspekte habe ich noch gar nicht. Müsste dann hier die Dinger verbinden. Und dann hätte ich hier das Research Expertise und könnte dann hier weitermachen. So, aber da ich ja eben noch nicht die Aspekte habe, deswegen ist da noch ein Fragezeichen. Boah, ist es dann eben so, dass ich das noch nicht erforschen kann. Bei Thaumkraft ist es eben viel mit irgendwelchen... ja, Items scannen und... Achso, ja genau, könnten wir ja mal machen. Einmal Eisen, Gold, vielleicht auch noch. So. Nee, das geht noch nicht. Crystals habe ich... Ah, okay, gut. Crystals muss ich dafür erst machen. Ist ja doof. Warte mal, nee, das ist Obsidian. Ich habe doch eine Taumium. Oh, zum Beispiel. Vielleicht geht die schon. Und eine Taumium-Axt hast du. Nee, auch erst Crystals. Ja, okay. Ja, Axt habe ich auch schon. Danke. Die habe ich ja von lieben Dosch bekommen. So, ja, jetzt muss ich aber auch erstmal meine Schaufel reparieren. Wie sieht's aus? Hast du schon mal versucht, das Buch zu scannen, das Taumonomikon? Nein. Das ist eigentlich auch mal ein Ding. Nee, Spirits muss ich dafür erst machen. Ja, okay, gut. Dann werde ich erstmal gucken, was ich da jetzt noch alles researchen muss. Und, okay, dann packe ich jetzt auch erstmal weg. Da rein. So, was haben wir denn noch alles? Ja, hier Floppy Disk, ne, die kommt da unten rein. Da habe ich dann hier den Loot von Kisten und hier Mob Loot. Ja, passt doch wunderbar. Gut. Achso, ja, Eisen. Dann können wir noch den Crucible machen. So, Eisen ist dann wieder draußen. Sehr gut. Den mache ich jetzt aber erstmal aus. Dann bauen wir uns noch schnell den Crucible. Also ich bin dann hat es auch die Folge hinter sich. Ich bin gerade auch echt froh, dass du in der Folge dabei bist. Ich glaube, wenn ich die alleine machen würde, ich glaube, ich hätte wirklich so null Zuschauer. Quatsch. Nee, das ist heute echt langweilig bei mir. Ich bin gerade einfach nur die ganze Zeit am Abbauen. So, gut. Haben wir hier einen Crucible.
Den können wir abbauen. Und dahinstellen. Und der macht jetzt natürlich noch gar nichts. Weil da bräuchten wir erst noch eine Feuerquelle. Lava geht. Ich weiß nicht, ob es mit Fackeln geht. Achso, Wasser braucht man. Fackeln auch nicht, aber normales Feuer geht ja. Ja, normales Feuer. Da kannst du ja oder Lava diesen... geht. Du, da kannst du mal hier diesen das sichere Feuer mal zeigen, was ich dir gezeigt habe. Ah, ja, genau. Das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, komm, dann überziehen wir halt ein bisschen. Ist auch kein Problem. Hier mache ich mir jetzt erstmal noch eine Wasserquelle hin. Da immer Wasser habe. So. Und dann hier nochmal. Genau, so. Und dann Wasser rein. Und das sichere Feuer, wie war das nochmal? Das war ein sogenannter Safety Stick. Oder war das... Safety Stick, genau hier. Safety Match wird hergestellt aus Orange Dye und einem Stick. Wow, habe ich Orange? Aber gar nicht. Ansonsten einfach Rot und Gelb, ja. Ja, aber ich... Warte mal, geht das auch mit den... Tanja? Ja. Da musst du das ja noch erst mit dem Dust machen, dann geht das. Also Muscle Petals kann ich da nicht nehmen. Nee, Mystical Battles gehen nicht, du musst das wirklich erst zu dem das machen mit dem Mortar und Pestle da. Ja, okay. Ja, schade. Kann ich das jetzt gerade nicht zeigen. Naja, egal. Ja, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, gehabt euch wohl, haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.